The monkey thought that everything was on his square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer throw the monkey off his back. Release your hold and I will set you free." The monkey pulled the buzzard right dead in the eye and said, "Your story's so touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." And stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. And fly right. Jazz Lounge aus Hamburg. Vielen Dank. Sehr beschwingend. So kommen wir wunderbar in die Preisverleihung heute. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Guten Abend. Schön, dass Sie alle hier sind. Schön, dass Sie wieder da sind, im Saal präsent. Das war ja die letzten zwei Jahre nicht so. Umso besser fühlt es sich jetzt an, wirklich vor Ihnen, vor Publikum zu stehen. Und trotzdem auch im Livestream herzlich willkommen. Das Schöne ist, die, die nicht nach Hamburg kommen konnten, können auch teilnehmen an der Veranstaltung, an der Verleihung. Freut uns sehr, wenn Sie jetzt zuschauen. Ja, die Verleihung des Zugabepreises 2022, der Preis, die Verleihung haben mittlerweile Tradition, schon eine Institution zum vierten Mal heute. Und wie immer zeichnen wir heute Menschen aus, die mit 60 plus nochmal ins Risiko gehen, die Unternehmen gründen, Arbeitsplätze schaffen und die Welt ein bisschen besser machen. Wir freuen uns sehr, dass die drei Preisträger des diesjährigen Jahres alle anwesend sind. Ich werde sie Ihnen gleich vorstellen. Außerdem freut uns auch, dass Mitglieder der Jury heute wieder hier sind. Es sind alles Experten aus den Bereichen Alter, Wirtschaft und Wissenschaft. Und ein Jurymitglied ist auch gleichzeitig der Gastgeber und der Vorsitzende des Vorstandes der Körperstiftung, Dr. Lothar Dittmer. Und Sie darf ich sehr herzlich, Herr Dittmer, zum Grußwort auf die Bühne als erstes bitten. Bitte schön. Ja, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Jurorinnen und Juroren, liebe Gäste,
Auch ich freue mich, dass wir Sie endlich wieder mit Publikum hier begrüßen können. Wir haben die Zahl aus Corona-Gründen noch mal etwas beschränkt. Das wird im nächsten Jahr sicherlich anders. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, dass es diesen Livestream gibt. Die, die zu Hause sind, können gerne schon mit dem Feiern anfangen. Alle anderen darf ich jetzt schon zum Empfang einladen, der nach dieser Veranstaltung stattfindet. Ich muss mal eben nach der Tontechnik fragen. Bin ich zu hören? Tatsächlich? Es geht ohne Lautsprecher. Okay, dann versuche ich das ohne Lautsprecher. Das ist mir aber nicht. Wen feiern wir heute? Na, das ist doch besser. Wen feiern wir heute? Drei herausragende Persönlichkeiten 60+, die die Welt mit unternehmerischem Tun ein klein wenig besser machen wollen. Herzlich willkommen an Gisela Elisabeth Winkler aus Berlin. Herzlich willkommen an Ernst Andreas Ziegler aus Wuppertal und an Heinz Frei aus Jülich. Vielleicht schon mal ein erster Applaus für unsere drei Preisträgerinnen und Preisträger. Frau Winkler, Herr Ziegler und Herr Frei, Sie haben unsere Gesellschaft im besten Sinne mit einer Zugabe beschenkt. Sie haben nach erfolgreichen Karrieren oder noch mitten in den späteren Berufsjahren Unternehmen gegründet, mit denen Sie wirkungsvoll gegen gesellschaftliche Missstände und Defizite angehen. Mit dem Zugabepreis würdigen wir Ihre erfolgreichen Gründungen, aber das ist vielleicht mindestens genauso wichtig, wir zeichnen Sie auch als Vorbilder und als Role Models aus. Vorbilder und Role Models sind Sie erstens im Blick auf ein neues Bild vom Alter. Ich formuliere das immer gerne etwas plakativ. Ältere wollen nicht nur den Garten pflegen, Enkelkinder betreuen und schöne Urlaube machen. Ältere haben einen sehr wachen Blick für unsere Gesellschaft. Sie wollen sich aktiv einbringen, wenn es um die Gestaltung unserer Zukunft geht. Vorbilder und Role Models sind Sie aber auch zweitens im Blick auf Ihr unternehmerisches Tun. Sie reden nicht nur und Sie lamentieren schon gar nicht, sondern Sie handeln. Mit Mut, mit Risikobereitschaft, mit Leidenschaft, mit Beharrlichkeit und mit der Freude, immer wieder etwas Neues zu lernen. Ja, unsere Gesellschaft braucht viele Startups und es dürfen gerne auch Jüngere sein. Aber es ist kein Privileg der Jugend. Denn Sie, die Sie heute und in den letzten Jahren ausgezeichnet worden sind, bringen besondere Qualitäten mit. Erfolgreiche Gründungen 60+ profitieren von der Lebenserfahrung der Älteren, von ihren Netzwerken und Verbindungen, ihrem Wissen und ihrer Seniorität. Gründen kann ich, wenn ich alt bin. Ja, genau. Sie können und beherrschen es. Dafür stehen unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Liebe Frau Winkler, lieber Herr Ziegler, lieber Herr Frei, mit Respekt möchte ich auch noch anfügen, welche großen Felder Sie beackern. Sie trauen sich etwas zu, nämlich eine Lücke im Gesundheitssystem zu schließen, Bildung zum Standortfaktor zu machen oder Kommunen im ländlichen Raum wieder ein Zentrum zu geben. Ihre unternehmerischen Angänge sind eben nicht nur punktuell, sie sind modellhaft. Danke dafür. Wenn ich mir die Gesamtheit aller bisherigen Zugabeunternehmen anschaue, und heute sind fast alle Preisträgerinnen und Preisträger aus den vier Runden hier, dann kann ich konstatieren, der Gründungswille und der Impact umfasst so ziemlich alle gesellschaftlichen Bereiche. Gutes Leben im Alter, starke Familien, revolutionäres Bauen, neue Berufe, Chancengleichheit, erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit, innovative Reha- und Gesundheitsprodukte, sozialer Zusammenhalt vor Ort, Verbraucherschutz. So sieht die Gesellschaft unserer Zugeberinnen und Zugeber aus. Es ist eine Gesellschaft, die auf Innovation, ein soziales Miteinander und eine nachhaltige Entwicklung setzt. Davon brauchen wir mehr. Was Alter bewirken kann und wie wichtig Unternehmergeist für den gesellschaftlichen Fortschritt ist, das wissen wir theoretisch. Heute bekommen wir es wieder einmal gezeigt. Die Bühne gehört den Zugabepreisträgerinnen und Preisträgern 2022. Und übrigens herzlichen Glückwunsch. Lothar Dittmar, vielen Dank. Wir sehen uns gleich zur Preisverleihung wieder hier auf der Bühne. Aber jetzt möchte ich Ihnen in der Tat unsere Preisträger vorstellen. Und der erste Preisträger des Zugabepreises 2022 ist Heinz Frei aus Jülich. Und ihn darf ich jetzt sehr herzlich auf die Bühne bitten.
Grüße, Herr Frei. Wir haben gerade schon gehört, Sie haben ein Sozialunternehmen gegründet. Das hat den Titel Dorf. Dorf mit V geschrieben. Und es steht für Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung. Und was es damit auf sich hat, das werden Sie jetzt erläutern. Und dazu hilft vielleicht, wenn, wie Sie sagen, ob der Korb den Kern des Unternehmens trifft. Ja, nicht ganz. Ist es an? Ja. Also nicht ganz, ja. Weil um eine Kaffeetasse herum kann man ein ganzes Dorf organisieren, es weiterentwickeln und voranbringen. Und dazu gehört eine multifunktionale Versorgung. Und Lebensmittel ist nur ein Teil. Wir haben auch Dienstleistungen aller Art, sozial-medizinisches. Wir haben den Arzt zurückgeholt in den Ort und dann Kommunikation und Kultur. Wir sagen im Rheinland, wir brauchen was zu essen, aber auch was zu klönen. Das heißt, Sie haben ein Dorfzentrum belebt und neu gestaltet, im Grunde erstmal wieder, ja, ja, aufgebaut. Also vor 20 Jahren hatten wir nichts mehr, damit haben wir dann angefangen und dann habe ich gesagt, wir müssen nicht nur rumlamentieren, sondern handeln. Und das haben wir dann umgesetzt, haben uns umgeschaut, was gibt es alles. Und ich sage heute, ein kleiner Dorfladen, wo man ein paar Dosen Erbsen oder auch nur Lebensmittel anbietet, der funktioniert nicht mehr. Sondern man braucht mehr. Und das ist diese multifunktionale Nahversorgung, Rundumversorgung, die eben auch die Mobilität organisiert, die eben soziale Hilfen bietet, die auch einen Kaffeebetrieb, Essen vielleicht sogar, alles das bietet, sodass man viele Gründe hat, dort hineinzukommen. Und dann geht es auch betriebswirtschaftlich. Wieso haben Sie sich den ländlichen Raum überhaupt ausgesucht? Haben Sie selbst einen Bezug dazu? Kommen Sie vom Land? Ja, ich komme aus dem Dorf, deswegen kann ich es nicht richtig schreiben. Meine erste Fremdsprache war Hochdeutsch. Ja. Ja. Und ich bin einfach überzeugt, dass der ländliche Raum Zukunft hat. Und das ist in NRW ja gar nicht so einfach. Ne? Aber es ist tatsächlich so, jetzt gerade durch Corona, glaube ich, noch mehr dran. Denn wenn wir Homeoffice, Digitalisierung, alles addieren und in den ländlichen Raum transferieren, dann haben wir Chancen, auch die Ballungsräume zu entlasten. Da muss ich nicht jeden Tag auf der Autobahn stehen. Und das tun wir ja in NRW nur, da fahren wir ja nicht mehr. Und dann hat der ländliche Raum auch wieder als Siedlungsraum Chancen. Ich erhalte Immobilieninfrastruktur und das ist tatsächlich auch, wenn man heute Klimaschutz, Nachhaltigkeit und alles diskutiert und Generationengerechtigkeit, ein ganz wichtiges Element, wo ich dann sage, da müssen wir in unserer Gesellschaft wirklich eine Veränderung herbeiführen und ich glaube, das schaffen wir auch. Also Ihr Dorfzentrum ist wirklich der Mittelpunkt geworden des Dorfes. Das ist der Nukleus. Der Nukleus und wie das genau ausschaut, um ein Gefühl dafür zu kriegen, um sein Bild zu machen, schauen wir uns jetzt bitte einen Film an. Ich komme aus der kleinen Landwirtschaft. Wenn ich als Kind morgens um 4 Uhr zum Acker musste, das hat einen schon geprägt. Ich weiß, dass man nur durch Anpacken auch Dinge umsetzen kann. Und das haben ja meine Eltern uns Kindern beigebracht. Und da bin ich heute sehr stolz drauf. Das ist einfach das, was Dorfleben auch ausmacht, dass man miteinander die Sachen aufbaut. Ich heiße Heinz Frei, bin 67 Jahre alt, habe das Unternehmen Dorf gegründet, um Lebensqualität in die Dörfer wieder zurückzubringen, sodass man dort lebenslang im sozialen Bereich bleiben und leben kann. Hier in unserem wunderschönen Jülich-Barmen hatten wir 2002 tatsächlich nichts mehr. Die letzte Einrichtung hat geschlossen, das war die Sparkassenfiliale, in der wir übrigens heute hier noch sitzen. Mitten im Ort entstand der Leerstand, mittlerweile ist auch der Metzger dort weg. Und genau das ist dieser Donut-Effekt, wo man den Ortskern entleert und rundherum Neubaugebiete in die flache Landschaft hineinsetzt, Boden versiegelt, anstatt im Ortskern auch alte Bausubstanz sinnvoll wieder umzunutzen. Dorf schreiben wir mit V und heißt Dienstleistung ortsnah Rundumversorgung. Das sind diese fünf Säulen: Lebensmittel, Dienstleistungen, medizinisch-soziale Versorgung, Kultur und Kommunikation. Nicht nur, wo man was zu essen holt, sondern wo man eben auch Infos holt und wo man auch klönen kann. Und es war uns immer wichtig, auch medizinische Versorgung in den Ort zu holen, was wir nie hatten. Und damit Dinge in den Ort geholt, die es bis dahin gar nicht gab. Aber vor allen Dingen das erstmal zurückgeholt, was über viele, viele Jahre verloren gegangen ist. Und damit sparen wir
Zeit, Wege und Geld. Und dann war uns sehr schnell klar, dass eine solche Zentrale, wie wir sie geschaffen haben, nicht nur zum Abholen und zum Kaufen von Waren und Dienstleistungen ist, sondern dass die Menschen einfach miteinander auch ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich so ein wunderbares Miteinander. Und dann haben wir noch erkannt, dass wir auch mehr brauchen. Kultur gehört genauso zur Versorgung wie Lebensmittel. Um das Ganze hier ans Laufen zu bringen, brauchten wir natürlich viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Na klar, man braucht einen Bäcker, man braucht einen Metzger, man braucht einen Hofladen, man braucht einen Bioproduzenten und bis zur Gemeindekreisverwaltung. Das Kerngeschäft, das läuft hier mit ganz normalen Löhnen. Da drumherum kann man Ehrenamt einsetzen, zum Beispiel im Kulturbereich. Wir haben also Seniorenpflegedienst und Seniorenhandwerkerdienst. Solche Sachen, die laufen dann ehrenamtlich. Und so sind wir dann aus einer Bürgerbewegung zum Sozialunternehmen geworden, um genau diese Idee deutschlandweit und darüber hinaus zu verbreiten, zu skalieren. Und wir haben es ja über 40 Mal übertragen. Und in jedem Ort ist es völlig anders, weil jeder Ort tickt anders, spricht anders, denkt anders, lebt anders. Ihr müsst es schaffen, euren eigenen Weg zu finden, und das funktioniert. Das ist also Bürger selbst organisieren, dann ist es auch ihr Zentrum und ihr Dorf, in dem sie das auch finanzieren. Ich habe natürlich als Lehrer gelernt, wie man auf Menschen zugeht, wie man sie vielleicht mitnimmt. So erkennt man, was die Menschen brauchen. Mein Studium war mit Mathe, Sport, Geschichte und Architektur auch ein bisschen breiter gefächert. Und das prägt einen, weil man Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Aber es war dann schon hier und da schwierig, irgendwelche, sag ich mal, Unterstützungen, Fördermittel oder was zu bekommen. Umgekehrt hat man natürlich Vorteile, weil man viel Lebenserfahrung schon hat. Man hat natürlich auch irgendwo ein Netzwerk schon aufgebaut. Wenn ich im Ort irgendwas brauche, ich finde immer jemanden, den ich ansprechen kann. Eine ältere Dame, die mittlerweile leider verstorben ist, sagte mir: Heinz, wenn du das nicht gemacht hättest, wäre ich nicht mehr im Ort. Und sie wollte lebenslang bleiben. Das werde ich nie vergessen, weil eine bessere Bestätigung kann man gar nicht haben. Und dieses Miteinander, genau das ist es, was sich hier lohnt. Es gibt einfach diese Menschen, die man nur zusammenbringen muss. Und das machen wir hier. Wenn ich mich in eine Idee verrannt habe, dann setze ich die auch um. Rentner zu sein, ist für mich gar nicht vorstellbar, weil ich glaube, man muss immer aktiv sein, um aktiv bleiben zu können. Und ich sag mal, ich brenne für diese Idee und werbe dafür überall, wo ich kann, und glaube auch daran, dass wir damit die Welt ein klein bisschen zum Besseren bringen können. Für mich war auch immer klar, wenn man eine Idee hat, dann muss man sie auch aktiv umsetzen. Also das darüber reden ist das eine, und dann versucht man vielleicht jemanden zu finden, der es dann macht? Nein, man muss selbst voran und andere mitnehmen. Und das ist immer so mein Prinzip gewesen. Die Welt zu einer besseren machen, das gelingt Ihnen. Respekt, Herr Frei, das, was wir gerade gesehen haben. Und wir haben ja gehört, die Bürger engagieren sich, aber irgendjemand muss es ja auch bezahlen. Es ist ein Unternehmen. Wie funktioniert das bei Ihnen? Ja, das ist eigentlich ganz wichtig. Wir nehmen die Bürger von Anfang an mit, wir machen eine kleine Voranalyse und dann sagen wir denen, wenn ihr das wollt, müsst ihr selbst aktiv werden. Das geht bis dahin, dass wir auch sogenannte Bürgeraktien anbieten, ja. Ich sag mal, verkaufen ist vielleicht der falsche Ausdruck und Aktie ist auch nicht der richtige Begriff, aber wir sammeln Geld in der Bürgerschaft, um mit diesem Geld das Dorfzentrum dann teilweise oder wie auch immer komplett finanzieren zu können. Also gibt es sehr schöne Beispiele, wo dann also sogar ein Dorfometer aufgebaut wurde,
Da musste die Gemeinde Sedin bei Berlin, die mussten bis zum 15. Dezember des Jahres, mussten die wirklich 50.000 Euro zusammenkriegen. Dann bekamen sie Zuschüsse vom Land und vom Bund in ganz hohen Summen. Ja. Und das haben sie auch geschafft. Dann haben sie ein Dorfometer im Internet und vor dem Ladenlokal, was sie umbauen wollen, hingestellt. Und es wuchs und wuchs und wuchs. Und sie hatten die 50.000 zusammen. Das heißt, die wir teilweise jetzt auch gesehen haben im Laden oder den Arzt, die werden auch bezahlt? Oder ist es ehrenamtlich? Nein, der Kernbetrieb eines solchen Landes muss betriebswirtschaftlich selbstständig laufen. Das heißt, das Personal wird bezahlt, die Miete wird bezahlt, alles das. Darum hinaus kann man natürlich Ehrenamt mit andocken, aber man kann es nicht ehrenamtlich betreiben. Das geht nicht. Wir haben ja gerade schon gehört, 40 weitere Dorfzentren gibt es bereits. Ja. Bewerben die sich bei Ihnen oder die wollen doch bestimmt alle auch Sie vor Ort haben, damit Sie mal gucken, wie könnte das hier funktionieren, was ist der richtige Standort? Ja, gut, wir haben das mittlerweile so, dass wir 6 Regionalbüros haben. Das ist natürlich für mich eine Entlastung. Es gab Zeiten, da bin ich also morgens in Stralsund in den Zug, abends in Freiburg wieder in den Zug und dann wo auch immer hin. Ja. Das ist dadurch etwas einfacher. Aber für uns ist immer ganz wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger von der ersten Minute an mitnehmen und sie dann aber auch verhaften, sage ich immer. Also erst lesen wir den Ort und dann sehen wir, ob sich in diesem Ort was fehlt, was nicht fehlt. Sie haben eben diesen Rettungsring gesehen und der muss voll sein. Das heißt, wir bringen das dazu, was fehlt, bringen aber keine Konkurrenz. Und dann ist der Rettungsring voll. Und wenn wir erkennen, in diesem Dorf geht es gut, dann machen wir eine Bürgerversammlung. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob sie das weitermachen wollen mit uns. Und dann werden sie aber auch, mehr oder weniger von uns aufgefordert, aktiv zu werden. Und das nächste ist ein ganz entscheidender Schritt, das ist eine sogenannte Bürger-Selbstbefragung. Da gehen die Bürgerinnen und Bürger selbst von Haus zu Haus. Und das hat natürlich den Vorteil, erstens wird die Idee in jedes Haus getragen, weil üblicherweise zum Workshop kommen 20, zur Bürgerversammlung 100, aber 1000, 2000 sitzen noch zu Hause. Ich sage jetzt immer böswillig bei Formel 1 und Bierflasche, dann weiß aber jeder, was ich meine. Und diese werden dann also mit von den Aktiven besucht, der Fragebogen wird ausgefüllt. Dann haben wir aber auch eine hohe Rücklaufquote, 87%. In Rheinland-Pfalz war ein Ort, Nanz Dietschweiler, der das geschafft hat. Dann brauche ich nicht mehr mathematisch hochzurechnen. Ne? Ja. Von 3% auf 5% Rücklaufquoten bei 500 Einwohnern ist mathematischer Unsinn. Ja. Und als drittes kann ich das, was wir in der Voranalyse gesagt haben, das und das könnte hier sein, das wäre eine Idee, können wir dann genau verifizieren, ob die Bürger das wirklich wollen. Wenn sie es gar nicht ankreuzen, also wenn sie jetzt, sage ich mal, keine Dienstleistung von der Sparkasse wollen, ja, dann haben sie es auch nicht angekreuzt, dann braucht man es auch nicht. Mhm. Ne? Und genau so läuft es. Und dann wird in Arbeitsgruppen, und das ist ganz wichtig, gearbeitet. Und da holen wir dann die Aktiven, auch die Älteren. Häufig gibt es in jedem Ort einen Architekten, einen Prokuristen, einen Banker, egal. Und meistens sind die pensioniert und dann holen wir die Älteren und bringen die in die Arbeitsgruppen ein. Und das funktioniert immer. Und so können die wirklich Dorfzentrum selbst entwickeln. Mhm. Und wir sind nur Begleiter. Da lege ich immer ganz großen Wert drauf, dass wir nicht Berater sind. Mhm. Ne? Aber Sie sind Unternehmer, merkt man. Und Sie waren ja ursprünglich Lehrer. Sie haben noch in Ihrer aktiven Zeit Ihr Lehramt auf Eis gelegt, haben, sagt man, beim Lehrer auch gekündigt? Ja, kann man so sagen. Also ich freistellen lassen. Genau. Also, haben Sie da nicht kurz mal auch so gedacht, oh Mensch, ein sicheres Gehalt ist ja auch nicht schlecht, jetzt werde ich Unternehmer, Sie haben das ja vorher nie gemacht. Ja, doch, aus der kleinen Landwirtschaft weiß ich schon, was Unternehmertum und Selbstständigkeit heißt und ist. Und ich wusste mit dem Tag, mein Vater hat dann immer gesagt, übernimm nicht den Betrieb, das lohnt sich nicht, mach was Gescheites. Ja. Ja, da kann man jetzt drüber nachdenken. Aber ich habe das sehr gerne gemacht, ja. Lehrer. Aber ich wusste schon sehr früh, dass ich nicht als Lehrer pensioniert werde. Von daher war klar, mit dieser Dorfidee, ich habe alles gemacht. Bürgerhallen gebaut, weil ich im Ort immer aktiv war. Meine Eltern waren das, mein Vater war Ortsvorsteher. Ne? Und der hat uns dann mitgenommen als Kinder. Und ich mache es heute mit meinen Kindern auch schon wieder so. Ne? Die müssen jetzt auch wieder ran. Wir haben morgen großes Dorffest. Mein Sohn ist hier, muss morgen früh. Aber ruckzuck zurück, ja, weil das muss aufgebaut werden und organisiert werden. Der macht das. Aber genau so bin ich dann groß geworden und wusste, man muss mehr tun. Mhm. Und genau das habe ich immer gemacht. Ich habe immer neben meinem Lehrerjob, sage ich mal, noch anderes gemacht, einfach tun müssen.
Und so war mir klar, dass das dass irgendwann was anderes mache. Und das ist dann Dorf geworden. Und was bedeutet Ihnen jetzt dieses Unternehmersein? Sind Sie glücklicher als Lehrer? Also glücklicher kann ich so gar nicht sagen. Ich habe das sehr gerne gemacht, Lehrer. Ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sage, das hat mir keinen Spaß, das hat mir richtig Freude gemacht. Aber Menschen als Persönlichkeit zu erkennen und die zu entwickeln. Wir haben heute über Bildungssysteme diskutiert. Und da sehe ich gerade aus diesem Blickwinkel, dass ich viele Elemente zusammenbringe, ganz, ganz deutlich so, dass man die Kinder, die da sind, als Persönlichkeit erkennen muss, ihre Talente erkennen muss und die fördern muss. Insofern hat man es riesen Spaß gemacht. Und genauso sehe ich das jetzt in den, was ich jetzt mache. Ja. Es gibt, jedes Dorf ist anders und es gibt in jedem Dorf gibt's irgendwas, was richtig faszinierend ist und was man manchmal aus dem Dorf heraus gar nicht sieht. Wir kommen dann und sehen dann ein Gebäude und sagen, das wäre doch eine tolle Location für euer Dorfzentrum. Das ist eine alte Scheune. Ja, bauen wir so um. Ja, also ne, das sind so Dinge, die einfach Freude bereiten und mit den Menschen gemeinsam sowas zu gestalten. Wenn man dann sieht, wie dann die langsam aktiv werden. Wir haben jetzt noch während Corona-Zeiten zwei solcher Zentren eröffnet. In einem war ein sehr kritischer, älterer, pensionierter Steuerberater. Und mit dem habe ich dann also lange gekämpft, weil er nie glaubte, dass das funktionieren kann. Und dann habe ich 2 Stunden nochmal mit ihm. Und jetzt ist er voll dabei und es funktioniert. Ne? Und das macht schöne Erfolge, die auch Spaß machen. Ja, ne? Genau. Haben Sie eine Vision? Letzte Frage. Ja, habe ich. Welche? Einmal, dass diese Idee sich weiter entwickelt. Und dass wir den ländlichen Raum definitiv deutlich nach vorne bringen. Weil da steckt für mich Klimaschutz, Generationengerechtigkeit, Sozialstaat drin. Und das darf ich vielleicht zuletzt noch sagen. Wenn wir es schaffen, Menschen wieder mit Homeoffice, Digitalisierung ist dafür eine Voraussetzung, sage ich immer wieder, das brauchen wir in der Bundesrepublik ganz dringend, überall in jedem ländlichen Raum, dann brauche ich, habe ich eben schon mal gesagt, nicht mehr auf der Autobahn stehen, sondern gewinne Zeit. Wenn ich also 2-mal in der Woche Homeoffice machen kann, gerade in unserer Pendlerregion zwischen Köln, Düsseldorf und Aachen, dann gewinne ich 2, 3, 4 Stunden Zeit am Tag. Diese Zeit kann ich benutzen für Familie, für Job, für Freizeit, aber auch für Engagement. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend. Ich bin ja auch seit 30 Jahren im Jülicher Stadtrat und weiß, dass gerade in der Kommunalpolitik unheimlich Bedarf ist an jungen Leuten, die da sich engagieren und mitmachen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich spare Wege. Und Wege heißt, ich spare auch letztlich heute gerade vor der Energiesituation auch Geld. Mhm. Und jetzt kommt noch ein allerletztes, wenn ich dann eben ältere Menschen lebenslang zu Hause leben lassen kann, dann sparen wir auch der jungen Generation, das ist mir ganz wichtig, ein ganzes Stück an Geld, dem Sozialstaat, aber auch den Jungen. In Amsterdam an der Uni hat man eine Studie gemacht, die sagt, dass jeder Mensch, der zu Hause im Alter zu Hause gepflegt wird, dem Staat 50 Euro pro Tag spart. So, diese Studie habe ich jetzt in ersten Schritten gesehen. Ich kriege sie im Original und dann werde ich sie genau analysieren. Und sowas auf Deutschland zu übertragen, kann ich mir gar nicht vorstellen, was das ein Volumen an Finanzkapital wäre, mit dem man Sinnvolles tun kann. Und nicht, dann höre ich auch auf, diese Bettenbogen baut, die heute von irgendwelchen Investoren da gebaut werden. Man kommt als ältere Person in so eine Schublade rein. Man will zu Hause bleiben und dafür müssen wir sorgen. Und das ist meine Vision. Heinz Frey, vielen Dank. Für Ihren Mut und Ihr unternehmerisches Handeln werden Sie gleich ausgezeichnet. Dann sehen wir uns wieder hier auf der Bühne. Dankeschön. Ja, wir kommen zur nächsten Preisträgerin. Natürlich auch Unternehmerin, Gründerin. Und Ihr Unternehmen hat etwas mit der Nähmaschine zu tun, die jetzt wahrscheinlich gleich hier auf die Bühne kommt, wie von Zauberhand. Oder ist sie schon? Nee, gut. Ah, nee, Entschuldigung. Ah, deshalb das Zeichen. Entschuldigung. Musik! Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for
this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. The dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Jazz Lounge, vielen Dank, sehr schön. Jetzt aber, die Nähmaschine ist da und das aus gutem Grund, denn die Unternehmerin und Gründerin, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, hat etwas mit der Nähmaschine zu tun. Wir machen es noch ein bisschen spannend. Sie ist nicht nur Unternehmerin, sie ist Mathematikerin, außerdem Erfinderin, Inhaberin eines Patents und Künstlerin. Und um die vielen Facetten ihrer Persönlichkeit und ihres Unternehmens, der Ladig und Winkler GmbH, kennenzulernen, starten wir diesmal direkt mit dem Film. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich es ordentlich machen. Egal, wie alt ich bin. Also deswegen habe ich damals auch gar nicht darüber nachgedacht, dass ich 70 wurde, als ich das gegründet habe. Überhaupt nicht darüber nachgedacht. Abhängig vom Alter sollte man es überhaupt nicht machen. Es ist absolut absurd. Was getan werden muss, ist meine Überzeugung, das muss auch getan werden. Und das war damals eben nötig. Mein Name ist Gisela Elisabeth Winkler. Gemeinsam mit meiner Schwester Sigrid Ladig habe ich Wäsche erfunden, die Saba-Wäsche, die für Menschen mit Körperbehinderung geeignet ist. Mein Mann wurde sehr krank, er wurde spastisch, er konnte sich Beine und Arme kaum noch bewegen. Und um ihn anzuziehen, hätte ich ihm fast den Arm gebrochen. Was macht man dann? Ich stand da und sagte, warum gibt es das nicht? Gerade die Wäsche, die im Intimbereich doch eigentlich das Erste ist, was man braucht zum Anziehen. Gab es einfach nicht. Kann doch gar nicht sein. Ja, dann muss man das eben selber machen.
ich meine Schwester angerufen, die Schneidermeisterin ist. Ja, und dann hatten wir auf einmal ein sehr, sehr schönes Hemd, was wirklich allen Bedürfnissen entsprach. Das heißt, in kurzer Zeit wird das Hemd oder die Hose um den Körper herumgelegt und dann einfach vorn geschlossen, sodass keine Kraft aufgewendet werden muss und vor allen Dingen keine Zeit. Und der Rücken des Pflegers oder der Pflegerin wird geschont. Das wird ja oft überhaupt nur von zwei Personen geleistet oder die Armen, die bleiben einfach im Bett und werden nicht angezogen. Die kommen gar nicht mehr in die Gemeinschaft, können gar nicht mehr ein Leben genießen in dem Sinne. Eins unserer Prinzipien heißt, die Würde des Menschen bewahren. Es hilft allen Menschen, die sich im Intimbereich noch selbstständig fühlen wollen. Laut Statistischem Bundesamt habe ich festgestellt, dass es sehr viele körperlich Behinderte und auch sehr viele schwer körperlich Behinderte gibt. Und wie viele OPs gab es denn im Bereich der Extremitäten, ne? Der Hüften auch, Schulter? Ein großer Teil dieser Menschen, die davon betroffen waren, können wenigstens für kurze Zeit Erleichterung beim Anziehen haben, wenn sie diese Wäsche benutzen. Es ist immer wieder für mich die Bestätigung, weshalb ich es weitermache, wenn ein Kommentar kommt, gut, dass ich sie endlich gefunden habe. Oder auf der anderen Seite, schade, dass ich sie nicht eher kannte, weil es hätte meinem Vater, meiner Mutter oder sonst irgendjemanden so geholfen, es hätte ihm Schmerzen erspart, wenn er diese Wäsche gehabt hätte. Meine Mutter hat mich ja immer bestärkt, das zu machen, was ich auch für richtig halte. Und deswegen zum Beispiel die Mathematik zu studieren. Das, angeblich können das Mädchen ja gar nicht. Also das habe ich für völlig unsinnig gehalten und daher habe ich das dann eben gemacht. Ja, und das wurde einfach so weitergegeben, ja. Es wurde angepackt. Ich bilde mich auch jetzt ständig weiter. Ich versuche mich im Marketing weiterzubilden. Ich lerne was über IT-Recht. Ich lerne einfach gerne. Filmen hat mich angesprungen. Ich habe die Keramik sehr intensiv betrieben. Also wenn, dann mache ich es ordentlich, ne? Dann habe ich die Möglichkeit gefunden, an einer Schulung für Gründer teilzunehmen. Einmal über die Gründung selber, dann die rechtlichen Dinge über Steuer, über Finanzierung überhaupt. Also so das Rundum der Basics. So wie es derzeit ist, werden vielleicht auch noch viel mehr gute Ideen von älteren Leuten einfach gar nicht ausgenutzt. Und denke auch, dass das ein Verlust sein kann für die Gesellschaft. Das ist eine sehr gute Tat, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Es wird den älteren Menschen, glaube ich, gar nicht zugetraut, dass sie irgendetwas wirklich Gutes und Kreatives und vor allen Dingen auch mit Zukunftsaussichten auf die Beine stellen. Sie haben abzutreten, weil die Jüngeren nachrücken, was richtig ist. Aber Erfahrungen der Älteren werden überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl sie ja gerade aus ihrer Erfahrung heraus sehr viel entwickeln könnten. Viel Hilfestellung geben, vielleicht auch für Jüngere, die dann Unterstützung brauchen könnten. Vielleicht kann man in jüngeren Jahren nicht so auf die Bedürfnisse der anderen eingehen wie im älteren Bereich. Wenn du möchtest, dann versuch es einfach. Das ist meine Überzeugung und deswegen bin ich immer noch dabei. Gisela Winkler, Preisträgerin des Zugabepreises 22, komm bitte zu mir. Ja, sehr eindrucksvoll, was wir gerade gesehen haben und mit wie viel Liebe und Hingabe Sie auch jedes einzelne Produkt, jede Saba-Wäsche einpacken und etikettieren und teilweise selbst sogar in den Handel bringen. Ja, selber. Ja, ein Handel, ja. Eher online im Allgemeinen, mhm. Aber ich war ja auch da, es ist ja aufgenommen worden im Sanitätshaus, wo das dann vertrieben wird. Ja. Mhm. Sie haben zusammen mit Ihrer Schwester Saba gegründet und da kommt jetzt die Nähmaschine ins Spiel, denn Ihre Schwester Sigrid, die heute leider nicht hier sein kann, ist Schneidermeisterin. Wer von Ihnen, Sie hatten die Idee aufgrund der Erfahrung mit Ihrem Mann, haben wir ja gerade schon gehört, es gab die Wäsche einfach nicht, großes Erstaunen, dass es solche Wäsche nicht gibt. Wie haben Sie Ihre Schwester mit ins Boot geholt? Ja, ich habe sie angerufen und gesagt, also die Idee war bei mir ganz klar, es muss Wäsche geben, die geteilt werden kann und die einfach anzuziehen ist.
Und dann habe ich sie angerufen. Sie als Schneidermeisterin hat das, die Idee sofort aufnehmen können. Ich möchte jetzt hier noch mal ganz kurz sagen, ich bedauere sehr, dass sie nicht dabei sein kann. Und ich hoffe, dass sie im Livestream dabei ist. Und ich hoffe, dass ich ihr hier persönlich auf diese Weise danken kann, dass sie immer bereit war, immer dabei war. Sie hat sofort die Idee verstanden, die Idee aufgenommen, die Idee auch weiterentwickelt. Und gemeinsam, dann haben wir erstmal ein Produkt gehabt, was für meinen Mann angepasst war. Unser Team, Pflegeteam zu Hause, die waren alle sehr, sehr begeistert. Und auch weiterhin. Und dann kam dann nach einiger Zeit bei mir, nachdem ich also wusste, das ist ein richtig gutes Produkt, das ist richtig hilfreich, dann habe ich, dann kam die Idee, die war dann genauso spontan wie die Idee mit der Wäsche, so und so muss es aussehen, genauso spontan, ja, er ist ja nicht der Einzige auf der Welt. Es gibt so und so viele Leute, die das auch brauchen. Und genau das wurde ja auch teilweise gezeigt. Ja. Dann kam die Idee und dann machen wir und das, dann habe ich recherchiert, wie viel gibt es. Und als ich dann meiner Schwester sagte, du, pass auf, das wollen wir machen, da hat sie sofort zugestimmt, sie hat alles mitgemacht, sie hat, also deswegen, also es ist eigentlich auch ein Teil ihr Produkt. Und deshalb kriegt auch ihre Schwester Sigrid, finde ich, jetzt nochmal einen gesonderten, dollen Applaus. Sie haben ja dann auch sehr schnell unternehmerisch gedacht und gehandelt. Sie haben sofort ein Patent angemeldet, weil Ihnen klar war, hey, ich habe da was, was sonst keiner hat, was aber gebraucht wird, wo es einen Bedarf gibt. Sie haben die Produktion, Sie haben den Vertrieb auf die Beine gestellt und gleich groß gedacht. Ist Ihnen denn das Unternehmertum in irgendeiner Weise in die Wiege gelegt worden? Nein, vielleicht. Ich sag mal jein. Ja? Meine beiden Großväter waren selbstständige Kaufleute. Einer ein bekannter Schneidermeister in Leipzig, der andere ein Marketingmensch in Dresden. Die beide waren wirklich selbstständig, aber ich in meiner häuslichen, elterlichen Umgebung habe ich unternehmerisches Tun und Denken eigentlich nicht abgeguckt. Das war einfach... Ja, es war nötig, das zu machen und dann war Learning by Doing angesagt. Sie sind Mathematikerin, haben wir gehört. Sie haben bibliografische Referenzen aus der weltweiten Fachliteratur zusammengestellt. Mhm. Also international auch gearbeitet. Genau. Außerdem sind Sie, wir haben es gerade gesehen, Keramikkünstlerin. Sie machen selbst Filme, eindrucksvoller Schnittraum, den wir gerade auch gesehen haben. Haben Sie sich auch beigebracht, um auch das Produkt zu vermarkten. Ich habe gehört, Sie haben geimkert, also unglaublich viele Interessen offensichtlich, auch Talente. Hat Ihnen oder inwieweit hat Ihnen das alles geholfen jetzt auch für diese neue Aufgabe als Unternehmerin? Also ich muss sagen, alle diese Sachen, die Sie jetzt erwähnt haben, die haben mich, das war nötig zu machen. Es war immer dasselbe, es war immer das gleiche Prinzip. Erst die Mathematik als Challenge, als Herausforderung, das Gehirn also wirklich zu Höchstleistungen anzuspornen, dann die Alternative mit den Händen zu arbeiten und dann also in der Keramik, also wirklich, das war einfach die richtige Ergänzung, genauso die Imkerei, auch die richtige Ergänzung mit dem Blick in die Natur. Also es hat alles gepasst, es hat dazugehört und ich habe es dann gemacht. Und dann kam diese Querverbindung, die mir dann auch später bei der Vermarktung und bei der Entwicklung der Produkte der Saba-Wäsche geholfen haben, einfach so Querverbindungen zu sehen und anzustreben. Ich habe das ja alles gemacht, dann gleich auch nicht einfach nur ausgeführt, sondern wenn dann wissenschaftlich, wenn dann mit, weiß ich, Kurse selber erst selber nehmen, dann lernen, dann an der Universität auch teilweise studiert, einfach um es wirklich richtig zu können. Und genau das Gleiche hat mir dann eben geholfen, diese Wäsche, die nötig war zu machen und die nötig war zu vertreiben, dann auch weiter auch zu entwickeln. Haben Sie denn auch, weil Sie sagen ja, Sie haben unheimlich viel selbst gemacht, Sie nehmen ja jetzt noch an Webinaren teil und bilden sich immer weiter vor, Sie sind mittlerweile Firmen in Steuerrecht und in Unternehmerrecht und allem. Haben Sie denn auch Unterstützung bekommen? Ja, also am Anfang hatte ich die Chance, als Start-ups, das war damals eine größere
Sache, die in Berlin der Senat durchführte, dass er Start-ups sammelte und denen ein Basic gab. Also eine Information über alles, was als nötig empfunden wurde. Das hat mir schon geholfen. Einerseits, also diese Juristen, die meinetwegen Versicherung, meinetwegen ja, Steuer und was alles dazugehört. Das alles habe ich, naja, einen kleinen Teil natürlich aufgenommen. Später musste das alles ergänzt werden. Aber vor allen Dingen war dann auch wichtig, dass wir dass ich als Unternehmen einen Unternehmensberater zur Seite gestellt bekam, der mich dann eine Weile begleitet hat. Sie sind ja in einem sehr schwierigen Feld tätig, im Gesundheitswesen. Kann mir vorstellen, dass es kompliziert ist, streng reguliert, gar nicht so leicht, neue Produkte da zu etablieren. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ja. Also die Erfahrung, das haben Sie recht, ist ein bisschen sehr kritisch. Würde jetzt den Rahmen sprengen, alle Erfahrungen aufzulisten. Also es war total blauäugig anzunehmen, dass ein wirklich gutes Produkt keine Probleme hat auf dem Markt. Das war echt blauäugig. Und vor allen Dingen jetzt, ich möchte ja auch, dass es möglichst viele Leute wissen darüber, dass möglichst viele es kennen. Ich gehe jetzt allmählich, wir haben hier ein Sanitätshaus gesehen, gehe jetzt allmählich an größere Organisationen heran und wir sind im ein Seniorenportal und so weiter, übernimmt das. Allmählich wird es mehr. Das ist das eine. Das ist eine, aber auf der anderen Seite war mir ganz wichtig, dass es auch die Leute, die es vielleicht finanziell nicht ganz sich leisten können, dann auch bekommen können und habe das deswegen als Pflegehilfsmittel angemeldet bei dem Spitzenverband der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und jetzt haben Sie mir eine Absage gesehen. Aber Sie bleiben dran, so wie Sie jetzt erleben. Ja, ich habe schon. Ich habe den Einspruch eingelegt und ich hoffe, dass wir das wirklich durchkriegen. Sie waren bei der Gründung 70 Jahre alt. Hat das für Sie eine Rolle gespielt, dass Sie gedacht haben, Mensch, kann ich mir das jetzt noch zutrauen? Will ich das mir? Oder haben Sie gedacht, gar nicht drüber nachgedacht? Nee, das ist wahr. Ich habe nicht gedacht. Ich habe überhaupt nicht gedacht. Ich habe gedacht, es muss gemacht werden, also mache ich. Und jetzt, wo Sie merken, es ist doch teilweise ein bisschen mühselig, reinzukommen in den Markt und mit der Krankenkasse sich zu beschäftigen, haben Sie da auch schon mal gedacht, was habe ich da angefangen? Jetzt bin ich drin, jetzt kann ich auch nicht mehr lassen? Oder haben Sie jeden Tag Energie genug, um das Unternehmen auch weiterzutreiben? Also das ist auch so ein bisschen zweischneidig. Selbstverständlich gibt es immer wieder negative Erfahrungen, nicht? Aber wenn ich eben, wenn ich die Dankbarkeit mitkriege, die Zustimmung von Kunden, dann ich muss das weitermachen. Haben Sie noch einen Tipp zum Schluss für andere Ältere, die wie Sie vielleicht eine Marktlücke entdecken und sagen, eigentlich müsste man was machen? Ja, Marktlücke. Ich weiß ja nicht, ob man mit Marktlücke automatisch die Dollars in den Augen verbinden muss. Ich würde allen sagen, die auch eine tolle Idee haben oder toll eine Lücke finden und sagen, ja, das muss gemacht werden, so wie ich das gesagt habe, die sollten sich natürlich schon ein bisschen klar werden, dass das Leben beschränkt ist und dass sie Lebenszeit dafür einsetzen. Aber wenn Sie wirklich sagen, ja, das lohnt sich und dafür brenne ich, dann würde ich sagen, Attacke. Dankeschön. Was für ein eindrucksvolles Schlusswort. Dankeschön, Frau Winkler. Dynamisch, ausdauernd, durchaus hemdsärmlich, hartnäckig, energiegeladen, spitzbübisch, visionär. So lässt sich unser dritter Preisträger beschreiben. Er war Journalist und wird heute von der Jury ausgezeichnet wegen seiner eindrucksvollen Junior-Uni Wuppertal. Ich darf herzlich auf die Bühne bitten, Ernst Andreas Ziegler.
Herr Ziegler, Attacke passt, glaube ich, bei Ihnen auch, was ich schon gesehen habe. Ich bin gespannt, was Sie uns erzählen. Und wir haben natürlich auch für Sie ein kleines Symbol auf die Bühne geholt. Grüner, glibbriger Schleim. Was hat es damit auf sich? Können Sie damit was anfangen? Naja, wir haben... In der Junior-Uni vermitteln wir naturwissenschaftliche Kenntnisse. Und Chemiker zum Beispiel, die haben einen Kurs mit ganz kleinen Mädchen und Jungen und die produzieren Schleim. Und das kann man auch mit Händen greifen. Als ich das zum ersten Mal angefasst habe, war das ziemlich widerlich. Aber es ist nicht unangenehm. Und da geht es eigentlich um die Verbindung, aus was bestehen wir überhaupt. Also die Junior-Uni in Wuppertal vermittelt das Wissen des Universums. Ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist. Aber wir machen das wirklich, weil wir Kinder und Jugendliche begeistern wollen, dass sie sich mit den Grundfragen beschäftigen. Warum ist der Himmel blau? Warum fällt der Stein zur Erde und verschwindet nicht, wenn ich ihn nach oben werfe? Ja, und dann gibt es eben solche Geschichten. Ich hatte schon eben befürchtet, wir bieten besonderen Gästen, ich lade sie herzlich ein. Einmal reinzugreifen? Passt zu meinem Outfit. Nein, also zum Beispiel, als die Bundeskanzlerin die Junior-Uni besucht hat, wir haben 7 Jahre gebaggert, dass sie kommt. Ich war sehr beleidigt, dass das so lange dauerte. Ich habe jedes Jahr einen neuen Brief geschrieben. Und bei der Gelegenheit will ich nur sagen, wenn Sie die Bundeskanzlerin einladen wollen, und Sie wollen, Frau Ministerin, Sie wissen, wie das war, an Ihrem Büro wird man erstmal abgeschottet. Und nachdem ich also 6 Jahre lang keinen Erfolg hatte, obwohl ich begeistert war und überzeugt, die muss doch endlich kennenlernen, da habe ich... Jetzt bin ich gespannt. ...mit der Hand einen Brief auf bestes Büttenpapier geschrieben. Eine Seite. 2 Tage später bekam ich die Zusage. Das ist schon mal ein guter Tipp, das merken wir uns. Und wir merken ja auch, Sie stapeln nicht tief, sondern greifen ganz oben ins Regal, Universum, Kanzlerin, jetzt wäre es wahrscheinlich Kanzler, um mal ein Gefühl zu kriegen, auch für das, was Sie geschaffen haben, was ja wirklich eindrucksvoll ist, die Junior-Uni in Wuppertal. Auch hier ein Film, bitte. Warum ist der Himmel blau? Ich bin 4-facher Vater, aber ich wusste nicht, dass wenn man Kindern, die diese Fragen stellt, sagt, das brauchst du nicht zu wissen, ich weiß halt auch nicht, dann geht der Rollladen runter, für ewig. Ich bin Ernst Andreas Ziegler, 83 Jahre alt, Gründer der Junior-Uni. Warum heißt die Uni? Ganz einfach. Weil wir bereits für Kinder ab 4 Jahren die Gesetzmäßigkeiten auf unserem blauen Planeten und im Universum wissenschaftlich fundiert vermitteln. Die Junior-Uni, und das gilt auch für andere Junior-Unis, die inzwischen gegründet worden sind oder gegründet werden, ist eine außergewöhnliche Bildungseinrichtung zusätzlich zur Schule. Ich bin Journalist geworden, weil ich die Welt verbessern wollte. Eigentlich ist es mir erst im fortgeschrittenen Alter gelungen. Das hängt damit zusammen, dass ich 65 geworden bin. Und es gab damals keine Möglichkeit, länger im öffentlichen Dienst arbeiten zu dürfen. Ich muss bekennen, dass ich, wenn Sie so wollen, in die Funktion eines Unternehmers reingestolpert bin. Ich war einfach nur felsenfest überzeugt, dass wir eine Kinder- und Jugenduniversität
dringend brauchen und dass sie erfolgreich sein wird. Und damals gab es hier in dieser Stadt eine weitgehende Lähmung der Gesellschaft. Was muss eine Stadt im Strukturwandel machen? Die jungen Menschen haben schon überlegt, wo sie später mal hingehen, auswandern oder in andere Teile von Deutschland. Sie sahen hier keine Zukunft. Ausdauersportler wissen, was ich meine. Also man beschäftigt sich mit einem Problem, ja, und plötzlich, das ist die Lösung für die Stadt. Wir müssen auf frühkindliche Bildung setzen. Und wenn der Staat das nicht will und die Stadt das auch nicht finanziert, dann müssen wir andere Wege finden. Dann müssen wir das eben privat machen. Wir sind nur privat finanziert, bis auf Projektförderung durch Bund und Länder in noch sehr bescheidenem Maße. Ich habe das die ganze Zeit für einen symbolischen Euro pro Jahr gemacht, worauf die Antwort kam, wenn das so ist, sind Sie entweder total verrückt oder das Projekt ist wirklich notwendig. Und so habe ich eigentlich Geld gesammelt. Unser Ziel ist, dass das Lernen zum Hobby wird. Das ist unser Konzept. Dass diese Kinder plötzlich ganz andere Berufschancen haben. Es gibt bildungsferne Familien nicht nur im Armutsbereich. Also wir haben Kurse, wo Gymnasiasten gemeinsam mit Hauptschülern, aber auch einigen Sonderschülern zusammenarbeiten. Und da stellt sich heraus, die ergänzen sich. Und die ersten, die bei uns waren, die haben sich unglaublich weiterentwickelt. Frauen und Männer aus dem bildungsfernen Milieu, die studieren jetzt. Eigentlich sind wir sowas wie ein Sportverein für Wissenserwerb. Ohne jeden Druck. Das macht sie selbstbewusst. Langfristig sorgt es dafür, dass die künftigen Lehrlinge oder Studentinnen und Studenten viel besser qualifiziert sind. Anfangs haben viele Menschen geglaubt, das kann nie funktionieren. Kinder und Jugendliche sind in den Schulen bereits so unglaublich gefordert. Und dann wollen die auch noch im Hobby nachgehen. Ich war aber sicher, die werden uns die Bude einrennen, weil es sinnstiftend ist. Weil wir Mut vermitteln. Mut zur Zukunft ist unser Credo. Und je mehr Gegenwind wir bekommen haben, das hat mich so zornig gemacht, weil ich es für ungerecht empfunden habe, dass das wieder Kraft freigesetzt hat, genau weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ich wollte eine neue Aufgabe finden, die aber nur, wenn Sie wollen, von mir geleistet werden kann. Wegen der Berufserfahrung, wegen der Lebenserfahrung. Ich war 70 Jahre alt, als wir mit der Junior-Uni angefangen haben. Sie müssen sich das nur bitte selber zutrauen. Und Sie müssen Gleichgesinnte motivieren, es auch zu machen. Idealerweise hat man eine berufliche oder persönliche Expertise, denkt aber nicht nur zurück und sich nicht selbst ein Denkmal setzen wollen, sondern etwas für andere Menschen tun. Was gibt es Schöneres? Respekt, ein Sportverein für Wissenserwerb, der so aussieht. Wenn ich an meine Uni denke und an meine Schule, hätte ich sehr gerne dort gelernt bei Ihnen und mein Wissen erweitert. Das ist ja, was wir hier gesehen haben, muss man wirklich sagen, unglaublich. Ist es nicht so, dass Sie manchmal auch eine Provokation für Schulen und Universitäten darstellen, dass Sie sowas privatwirtschaftlich auf die Beine gestellt haben? Anfangs haben wir die Sorge gehabt, dass die Lehrerinnen und Lehrer, dass die uns als eine unangenehme Konkurrenz empfinden. Es gibt bei uns nämlich keine Noten, keine Aufnahmeprüfung, keine Zeugnisse. Es gibt nur Spaß. Das heißt, das Modell ist experimentieren und forschen, selber machen. Also Beispiel, bei uns dürfen die Dozentinnen und Dozenten nichts ex cathedra erklären.
kein Frontalunterricht. Nicht nur das nicht, sondern, also nehmen wir mal an, Sie sprechen über Hebelwirkung. Wie funktioniert ein Kran? Also basteln unsere Studentinnen und Studenten ihren eigenen Kran und machen diese ganzen Züge. Und dann haben sie es begriffen, ewig. Oder Frau Winkler, Mathematik. Wir haben einen Kurs, mehrere Kurse, Mathe ohne Zahlen. Damit kein Mensch Angst hat. So, und die werden dann, die Studentinnen und Studenten, niemals in der Schule mit Mathe Probleme haben, weil wir sie mit 4 Jahren, mit 5 Jahren da dran bringen. So, das heißt, inzwischen, da wir auch sehr gute Berater aus dem gesamten pädagogischen Bereich haben von Anfang an, werden wir nicht als unliebsame Konkurrenz, sondern als eine Zugabeeinrichtung, die eine Sogwirkung erzeugt. Also wenn unsere Studentinnen und Studenten zurück in ihre Klassen gehen, dann sagen die nicht, alles blöd hier, Juni-Uni ist viel netter. Nein, die sagen, können wir nicht das und das machen? Und verstehen Sie, das ist authentisch. Mhm. Und man fragt sich natürlich trotzdem, wie finanzieren Sie das alles? Weil Sie bezahlen ja auch die Lehrer. Es ist ja nicht so, dass Sie das ehrenamtlich machen, Mathe ohne Zahlen. Also, wie gesagt, ich bin da reingestolpert. Aber bitte, das ist ein Gemeinschaftswerk, ein Gemeinschaftsprozess. Einem Journalisten, Sie mal ausgeschlossen, traut man ja nicht zu, mit Geld umzugehen. Oder ganz besonders ordentlich zu sein oder so. Also haben wir von Anfang an die wichtigsten Kompetenzen, die wir nicht hatten, oder erst recht ich nicht, die haben wir durch absolute Profis ersetzt, ergänzt. So. Und jetzt ging es natürlich darum, Geld zu sammeln. Das war auch meine Aufgabe. Da bin ich von einem Reichen zum nächsten Reichen gegangen und habe gebettelt. Habe das Konzept vorgeschlagen. Und dann habe ich etwas erlebt, was ich mir nie habe vorstellen können. Die wirklich reichen Leute haben gesagt, es ist ein wunderbares Projekt, grandios, muss unbedingt gemacht werden, aber ich gebe Ihnen keinen Cent. Ich zahle nämlich Steuern. Das, was Sie hier vorhaben, ist die Pflicht des Staates, der Länder, der Kommunen. Wenn ich Ihnen Geld gebe, dann werden die Politiker und die Beamten noch viel weniger ihre Pflicht erfüllen. Das mache ich nicht. Dann habe ich nur noch eine Chance gehabt. Fragen Sie mich doch bitte, warum ich das mache. Da sind mehrfach mir entgegengekommen, na, Sie bessern Ihre Rente auf. Sie kriegen ein paar Prozent von dem, was ich Ihnen gebe. Habe ich gesagt, ich mache das für einen symbolischen Euro pro Jahr. Und sonst nichts, kein Benzingeld, nichts. Antwort, entweder sind Sie total verrückt oder das ist was. Ich glaube zwar nicht, dass Sie es schaffen, aber ich gebe Ihnen schon mal 100.000. So, zurück zu Ihrer Frage. Unser Budget pro Jahr ist inzwischen 1,7 Millionen Euro. Die müssen wir jedes Jahr an Spenden zusammenkriegen. Das ist ein Haufen Holz. Und der Neubau, den Sie gesehen haben, den wir
bauen mussten. Also ohne Geld zu haben, aber bauen mussten. Weil diese Junior-Uni ist so unglaublich angekommen. Wissen Sie, wir haben bis jetzt in diesen 14 Jahren 85.000 Kursplätze vergeben. Aber über 50.000 Kinder und Jugendliche haben keinen Platz bekommen, weil wir ausgebucht waren. Das heißt, wir machen nicht nur Gutes, sondern wir produzieren auch Frust. Und das ist eben so eine Geschichte. Ja, und dazu braucht man Geld. Und der Staat, der hat uns oder die Politik hat uns anfangs euphorisch unterstützt. Und je erfolgreicher wir wurden, schließlich gab es richtig Krieg. Ganz am Anfang bin ich nach Düsseldorf gebeten worden. Da waren 21 hochkarätige Beamtinnen und Beamten mir gegenüber. Ich war ganz allein. Dann haben sie mir sofort gesagt, wir bewundern das. Wir bieten Ihnen an, 90% aller Kosten übernehmen wir. Und zwar sofort. Zu welchen Bedingungen, habe ich gefragt. Bei Ihnen darf kein Kurs aufgelegt werden, den ich vorher geprüft habe. Bei Ihnen darf kein Dozent und keine Dozentin eingestellt werden, beziehungsweise lehren, die wir nicht vorher überprüft haben. Es muss bei Ihnen ein neues Gremium geben, wo wir die Mehrheit haben und wo wir entscheiden, wie das mit dem Bildungssystem kompatibel ist. Also, haben Sie gesagt, mache ich nicht. Nein, ich habe gesagt, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, sehr gut. Wir können uns jetzt noch ganz lang unterhalten, da Sie ja auch Journalist sind und wissen, dass Mikrofon auch Macht ist. Ich hätte Ihnen das sonst vielleicht schon mal so leicht entzogen müssen, einfach nur aufgrund der Uhrzeit. Ich würde aber gerne noch eins wissen, weil nachher sind Sie ja auch noch da im persönlichen Gespräch und können noch ein bisschen den Interessierten mehr erzählen, weil was mich noch interessiert, Sie sind ja Sportler, haben wir gerade gesehen. Wie wichtig ist, dass Sie Langstreckenläufer und kein Sprinter sind? Gute Frage. Ich bin ein Langstreckenläufer, ein Ultralangstreckenläufer. Man bleibt fit, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass ich, wenigstens gilt das für mich, dass ich, wenn ich in Bewegung bin, länger in Bewegung bin, durch den Wald laufe oder durch Feld und Wald, dass die Probleme, die ich habe oder sehe oder wo ich nach Lösungen suche, alle kreativen Dinge, die ich überhaupt zustande bekommen habe, die sind mir beim Laufen eingefallen. Das hängt damit zusammen, dass ich, im Gegensatz zu Kurzstrecklern, laufen Langstreckenläufer nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und sie helfen sich gegenseitig, um das Ziel zu erreichen. Und ohne diese Erfahrung wäre das mit der Junior-Uni nie geworden. Ich habe gesagt, das ist ein Prozess von ganz vielen Leuten. Und nebenbei, Gründung ist eine wichtige Sache. Aber genauso wichtig ist, zur rechten Zeit wieder loszulassen und dafür zu sorgen, dass diese von Ihnen gegründete Einrichtung dauerhaft besteht. Und da hinten sitzt meine Nachfolgerin als Vorsitzende der Geschäftsführung, Frau Dr. Stab. Es geht weiter. Was bevor auch wichtig ist als Unternehmer, dass man die Nachfolge klärt. Aber exakt. Und das tut verdammt weh. Ja, das tut verdammt weh. Und natürlich denke ich heute noch jeden Tag an die Junior-Uni. Aber Frau Schneider, ich weiß, ich kenne Ihren Job, habe sowas viel gemacht, Moderation, aber eine
Eine Bemerkung müssen Sie mir noch erlauben. Ich möchte mich bei der Körper... Geht immer weiter weg mit dem Mikro, damit ich ihm das jetzt nicht wegnehme. Ich möchte mich bei der Körperstiftung bedanken. Herr Dr. Dietmar, verheißt von uns, alle Junioren. Wissen Sie, ich schlage vor, dass auch die Körperstiftung den Zugabepreis bekommt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Herr Ziegler. Dankeschön, Herr Ziegler. Wir werden Sie ja gleich noch zur Preisverleihung, zur feierlichen, hier auf der Bühne sehen und begrüßen dürfen erneut. Aber eindrucksvolle Persönlichkeiten wie Frau Winkler, wie Herr Ziegler, wie Herr Frei, Mut zu machen, unternehmerisch denken, handeln, ins Risiko gehen, für eine Sache brennen und auch andere wie eine Fackel anzünden, dass sie mitmachen. Wir haben ja gehört, es geht gar nicht alleine. Man braucht immer welche, die einen unterstützen, die mitmachen, die sich auch begeistern lassen. Und eben auch die Zeit sich nehmen für Neues, für das Engagement, für das unternehmerische Handeln. Das alles zeichnet die Preisträger des Zugabepreises aus. Es gibt mittlerweile mit den heutigen dreien 14 Preisträger. Fast alle sind heute hier, was uns sehr freut. Und Sie haben heute zusammen den Tag verbracht und haben natürlich viel über Ihre Unternehmen gesprochen, über Ihre Erfahrungen, haben sich ausgetauscht. Und wir haben Sie gebeten, einen zentralen Satz, eine Botschaft zu formulieren, sozusagen so die Essenz dessen, was Sie als Unternehmer, Unternehmerin gelernt haben, was Sie vielleicht auch weitergeben möchten. Und diese Prägesätze, mit denen wollen wir jetzt arbeiten. Die zaubern nämlich jetzt unsere zwei SchauspielerInnen, das Improvisationstheater Steife Brise, nicht aus dem Hut, sondern aus dem Champagnerkrug und werden aus diesen Sätzen jetzt ein Theater improvisieren. Sie kennen die Sätze nicht, sie werden spontan diese Sätze einbauen und dann eben zum Besten geben. Und ich bin sicher, die Preisträger, Preisträgerinnen werden ihre Sätze erkennen und alle anderen werden viele Sätze mitnehmen, Prägesätze, die Ihnen vielleicht auch helfen, Ihre Ideen zu verwirklichen. Merci. Vielen Dank. Dankeschön. An euch. Guten Abend. Guten Abend hier in diesem schönen Saal. Ihnen, liebe Menschen und dem lieben Hund. Wir haben gesehen, Ihr Hund ist auch da, ne? Und natürlich Ihnen am Livestream. Wir sind die Steife Brise aus Hamburg. Wir sind Stefan Heideck. Und Katharina Rutting. Und wir sind, ja, genau, das war an der richtigen Stelle applaudiert. Vielen Dank. Wir sind berührt, also ich bin zumindest sehr berührt, dass ich heute hier bin, von Ihnen dreien, von dem, was ich gerade von Ihnen erfahren habe. Ja, also ich bin richtig, richtig tief berührt. Und wir freuen uns jetzt sehr, weil wir haben Sie drei als Anstifterinnen und als Anstifter kennengelernt für Motivation, für die Gesellschaft und genau dafür brauchen wir Sie für unsere Theaterform. Unsere Theaterform ist aktiv, interaktiv und alles, was Sie hier erleben, entsteht genau jetzt hier in diesem Moment. Hat es vorher nicht gegeben, wird es auch nie wieder geben. Das entsteht nur durch das Zusammenspiel mit Ihnen. Und dafür brauchen wir Ihre Ideen, Ihre Vorgaben. Wir werden Ihnen immer mal Fragen stellen und dann möchten wir das ganz spontan antworten mit dem, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Und damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert, ich hätte ganz gern von Ihnen eine Farbe. Blau. Blau, rot, super. Oder ein Musikinstrument. Geige. Geige, super. Ein Werkzeug. Hammer. Ja, es funktioniert immer. Genau. Oder ich frage Sie, wenn mein Kollege Stefan Heideck eine wissenschaftliche Sparte wäre. Oh Gott. Was wäre Stefan dann? Philosoph. Oh. Ein Philosoph, danke.
Oder Katharina wäre eine Blume. Welche Blume könnte sie sein? Margarete Tulpe. Ist auch wundervoll. Vielen Dank. Genau so ist das. Wir fragen Sie etwas und Sie rufen mit viel Engagement Ihre Ideen hier zu uns auf die Bühne. Genau. Und da fangen wir jetzt direkt an. Wir gehen direkt in die Geschichte rein. Und zwar mein Kollege hier, Stefan, ich nenne ihn jetzt beim Vornamen Stefan, der hat einen Namen, einen Vornamen. Den möchte ich bitte mal von dieser Seite, einen Vornamen, den Ihr Großvater hatte. Ein Vornamen von Ihrem, wie bitte? Oskar. Wunderbar, das ist Oskar. Und Oskar geht einer Dienstleistung nach. Welcher Dienstleistung geht Oskar nach? Kochen. Er ist ein Koch. Wunderbar. Wir steigen in diese Geschichte ein und das tun wir gemeinsam, indem wir von 5 rückwärts zählen. Das machen wir mal zusammen, um Sie noch mal richtig zu aktivieren. Das ist 5, 4, 3, 2, 1. Los. Oh, grüner Schleim. Naja, nennen wir es Suppe. Noch ein bisschen Wasser dazu. Schön umrühren. Stopp. Oskar macht jetzt gleich einen Schrank auf und greift hinein. Was holt er da raus? Pfeffer. Wie bitte? Pfeffer und Salz. Bitte, weiter. Ah, da fehlt noch was. Meine Lieblingsgewürze, Pfeffer und Salz. Stopp! Was passiert in dem Moment, wenn er Pfeffer und Salz in den Topf tut? Er muss niesen. Danke. Stopp! In dem Moment, wo er niest, betritt eine Dame, eine Frau, ein Mädchen diese Küche. Und die hat einen ungewöhnlichen Beruf, den das Klischee sagt, dass Mädchen oder Frauen das normalerweise nicht haben. Kernphysikerin. Die ist Kernphysikerin. Wunderbar. Johanna. Oskar. Du bist zurück. Ja, ich bin wieder da. Wie war dein Tag an der Uni? Oh, warte. Aha. Oh, mein Tag an der Uni war super. Das ist genau 37,5 Grad. Die optimale Temperatur für eine grüne Suppe. Genau. Stopp. Welche Beziehung, welche Verbindung haben die beiden? Die haben eine verwandtschaftliche Beziehung. Was ist? Wie bitte? Vater, Tochter. Papa. Mhm. Komm. Gib mir. Danke. Ach, Johanna, ich hätte nie gedacht, dass mal sowas aus dir wird. Das weiß ich. Du wolltest ja, dass ich Köchin werde. Ja, oder? Aber jetzt brauche ich. Oder Schneiderin. Ja, genau. Stopp. Wenn der Vater das sagt und sie geht in die Erinnerung, welche Emotionen kommen dann in dem Mädchen hoch, in der jungen Frau? So, das wolltest du. Ich weiß. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ein Glück gab es diese Uni für Kinder, wo ich noch was anderes als ein Nähen und Kochen lernen konnte. Ja, ich finde es auch gut, dass es die gibt und dass wir dich dahin geschickt haben. Da hast du ja ganz viel gelernt, ohne dass dir frontal was unterrichtet wurde. Genau. Ich gehe übrigens nach Amerika. Stopp. Und als ich das höre, bekommt Oskar auch einen neuen emotionalen Zustand. Was ist sein Gefühl? Trauer. Trauer. Er freut sich auf schöner Mond. Du gehst nach Amerika? Ja. Ich werde dir zeigen, was ich alles kann und wozu ich wie ich bin. Das ist weit weg. Johanna. Diese tiefe Bewegung veranlasst den Vater zu einem Gedicht. Wie viele Zeilen hat das Gedicht? 20 Zeilen. Donnerwetter. 20 Zeilen. Bitte.
20. Wunsch vom Publikum. Johanna, wenn du gehst nach Amerika, bist du... dort und nicht mehr da. Ich werde dich... enterben. Ich werde dich enterben. Du glaubst, dann würde ich sterben? Nein, aber dann kommst du vielleicht zurück, damit ich dich mit meiner Liebe erdrück. Ich habe dich großgezogen. Wir sind schon mal woanders hingeflogen, haben die Welt gesehen. Du warst so wunderschön. All die Dinge, die wir gemeinsam taten. Doch jetzt lass mich dir eines raten. Geh nicht weg von hier. Bleib bei mir. Amerika ist so weit weg und fern. Ich hab dich lieber hier sehr gern. Und deshalb bitte ich dich ein letztes Mal, erspare mir diese Qual und bleibe hier zu Haus. Das Gedicht ist jetzt aus. Komm, es waren 20 Seiten. Aber ich muss trotzdem, ich will einfach was ganz Großes aufbauen. Dann mach das. Vielen Dank. So, für unsere nächste Szene ist es so, wir haben hier ja diese Sätze drin, die sind gefaltet und so. Wir werden jetzt den Topf mal hier in die Mitte stellen. Und wenn wir einen Texthänger haben, weil wir haben ja keine festen Texte, wenn wir mal nicht wissen, was wir sagen sollen, dann werden wir einen dieser Zettel herausnehmen, werden ihn aufklappen, werden das verlesen, was da draufsteht und müssen das dann sinnstiftend in die Szene einbringen. Das klingt kompliziert und das ist es nämlich auch. So, also sozusagen Ihre Sätze, daraus erfinden wir sofort eine komplett neue Szene. Und für die Szene hätte ich ganz gern einen Urlaubsort. Wo könnte man mal schön Urlaub machen jetzt, wenn das alles wieder geht? Sie haben ganz viel Zeit, ganz viel Geld. Wo geht's dann hin? Nach Sylt. Nach Sylt, sehr schön. Griechenland. Malle. Ach, wir nehmen Sylt. Das Sylt, als wunderbar. Da kann man jetzt ja auch mit dem 9-Euro-Ticket hinfahren. Genau. Insofern ist ja alles gut. Und ich muss mal in die Runde fragen, wissen alle, was Sylt ist? Ja, es gibt ja auch Süddeutsche hier, habe ich, ne? Mach ich mal sagen. So, aber Sylt ist ein Begriff. So, von wegen das so. Okay, super. Dann ziehen wir jetzt sozusagen die Szene auf Sylt ein, gemeinsam mit 5, 4. Nee, noch, ich mache nochmal. Gemeinsam mit 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt noch die richtige Welle. Au, 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 au. Moin. Moin, moin. Ich bin die Surfaufsicht. Oh. Ich muss die Qualität Ihres Surfbretts überprüfen, ob es einen ordnungsgemäßen, syltgerechten Zustand hat. Ja, bitte. Also, ja, das müsste eigentlich... Der Baum. Also damit war ich schon fast überall, also auf Malle und Griechenland. Also eigentlich müsste das richtig gut abgehen. Ja, das sieht ziemlich gut aus, wissen Sie. Mir fehlt das Angstgehen. Ja, das fehlt mir auch. Deshalb surfe ich ja auch. Deshalb surfen auf Sylt. Genau. Jeder. Und jede natürlich, die surfen, die haben keine Angstgene. Sonst würde das ja gar nicht gehen, ne? Ich meine, draußen im Meer, wenn die Welle kommt. Gerade bei der Brandung klar, direkt, ne? Vor Westerland. Jo, übrigens, ja? Vor Westerland, da ist immer die Devise, ich bin fast 70, da ist man ja voll im Saft. Wissen Sie, draußen, also hinter der Brandung, da treffe ich immer die ganzen 70-Jährigen. Also, Sie aber, haben sich aber gut gehalten. Ja, warum auch nicht? Naja, was ist denn das für ein Vorurteil? Glauben Sie, mit 70 kann man nicht noch ho, ho, ho richtig loslegen? Natürlich oder was? Kann man mit 70 noch ho, ho, ho. Aber ja. Ganz ehrlich, Sie sehen nicht aus wie 70. Ja, das macht
das Salzwasser, das konserviert. Muss ich mal ausprobieren. Ja. Ich bin immer nur am Strand, ich gehe ja nie ins Wasser. Also haben Sie denn jetzt hier das, also kann ich denn jetzt? Ist ja. Das? Unternehmer ist der beste Job, den man überhaupt haben kann. Unternehmen Sie was? Ja, dann sind Sie gut davor. Vielen Dank. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Also auf Sylt bin ich nämlich das erste Mal. Ich habe ja gesagt, ich bin schon auf Malle gewesen, Griechenland und so. Jetzt wollte ich fragen, wo geht man denn hier so abends hin? Ich habe gehört, hier soll es ein Restaurant geben. Das heißt, als Alte bin ich so unabhängig, wie ich als Jüngere selten war. Und ja. In diesem Restaurant würde ich gerne essen gehen. Das ist die Bar, die ist direkt an der Promenade. Da, wo die ganzen Mercedes so vorstehen. Ja, da bin ich schon vorbeigekommen. Können Sie hin. Die haben ganz lange auf. Die machen aus um 10 auf abends. Ja? Dann bis morgens früh um 11 gibt es dann Frühstück. Wir auf Sylt sind eingestellt auf. Genau, da geht man sozusagen diesem Sylter Leitspruch nach. Den habe ich nämlich in meinem Surf- und Reiseführer gelesen. Jeder Schlag ist eine Chance für einen Neuanfang. Also vor allen Dingen so nach 3, ne? Wenn dann da richtig so abgeht. Ja, so sind wir Sylter. Ja. Hart im Nehmen, groß im Geben. Hier, typisch ist ja auch immer nicht nur was zu essen, auch was zum Klönen, ne? So, Hoffnung reicht nicht, man muss auch etwas tun. Also bitte. Also los. Ach so, ein letztes noch, bevor ich losfahre. Ja. Wir machen keinen Gewinn, aber wir sorgen für Social Profit. Ja, so ist es. Hallo. Und übrigens, den Bewusstseinswandel in den Köpfen muss der Staat auch zulassen. Nur, dass Sie wissen, was hier auf Sylt klar ist. Also ich meine, wir Sylter sind echt besonders. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank. Ihre Sätze, vielen Dank. Danke, ja, Riese, vielen Dank euch. Dankeschön. Danke. Danke. Jetzt haben wir schon mal ein paar Botschaften gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch gern wissen, von wem sie kommen. Und da ja alle PreisträgerInnen hier sind, von denen wir gerade die Prägesätze gehört haben, möchte ich jetzt einfach noch mal die Zitate vorlesen und dann auch Sie bitten, kurz aufzustehen, damit wir sehen, wer Sie sind. Also, ich bin fast 70, da ist man ja voll im Saft. 2019, Anna Vonnemann hat eine elektrotraktile Gehhilfe erfunden und ist heute auch anwesend. Applaus, wo ist sie? Bitte schön. Mir fehlt das Angstgehen, haben wir gerade auch gehört. Preisträger von 2019, Bernward Jopen, hat Strafgefangene zu Unternehmern gemacht. Applaus 2020, Hoffnung reicht nicht, man muss auch etwas tun. Thilo Bode hat Lobbyarbeit für Verbraucherschutz etabliert. Unternehmen ist der beste Job, den man überhaupt haben kann. Gerhard Dust hat das Bauen in Entwicklungsländern revolutioniert. Als Alte bin ich so unabhängig, wie ich es als Jüngere selten war. Elke Schilling bekämpft Einsamkeit mit einer Hotline. Jeder Schlag ist eine Chance für einen Neuanfang. Bernhard Krahl hat ein Therapiezentrum für Schwerstkranke aufgebaut. Und 2021, den Bewusstseinswandel in den Köpfen muss der Staat auch zulassen. Josef Martin, er sorgt für genossenschaftliche Selbsthilfe für die Versorgung im Alter. Und wir machen keinen Gewinn, aber wir sorgen für Social Profit. Annette Habert stabilisiert getrennte Familien.
Allen auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich noch an viele einzelne Gespräche erinnern und an auch die Persönlichkeiten. So tolle Begegnungen, also Respekt. Und ich weiß, dass viele von Ihnen auch noch dabei geblieben sind. Und dafür auch nochmal größte Anerkennung. Dankeschön. Ja, wir kommen jetzt zur feierlichen Preisverleihung des Zugabepreises 2022 der Körberstiftung. Und dazu darf ich den ersten Preisträger des Zugabepreises, Heinz Frey, noch mal auf die Bühne bitten und Barbara Wackernagel-Jakobs, Mitglied der Jury. Sie ist die Laudatorin. Bitte schön. Ja, bevor ich Ihnen die Begründung der Jury kurz vorlese, würde ich gerne drei kleine Anmerkungen noch mal zu Ihnen machen, Herr Frey. Und ich glaube, ich darf im Namen der ganzen Jury sprechen. Es ist mir ein Anliegen, das noch mal zu sagen, aber ich glaube, wir haben das alles so gesehen. Erstens möchte ich Sie noch mal darauf aufmerksam machen, dass Herr Frey mit 58 als Lehrer nicht aufgehört hat, weil er ein Burnout hatte oder weil er irgendwie gerechnet hat, wann er in Ruhestand gehen kann, sondern er hat aufgehört, weil er sich überlegt hat, wie er die nächsten 20, 30 Jahre gestaltet. Und das finde ich einfach ganz spannend. Herr Dittmer hat es vorhin ein Role Model genannt, die wir hier alle auszeichnen. Sie sind ein Beispiel, Sie sind ein Role Model, Sie sind ein Vorbild und Sie sind eine Anregung. Und das ist uns in der Jury ganz besonders wichtig, dass Sie Anregung und Vorbild sind, wie wir den Blick auf das Älterwerden ändern können. Also ein Perspektivwechsel. Das Zweite ist Ihr Thema. Wir haben gelernt, dass Herr Frey da anfängt, in Dörfern, in kleinen Gemeinden, wo einfach nichts mehr ist, keine Infrastruktur mehr, die alle verloren gegangen ist. Und Sie fangen nochmal an, eigentlich das zurückzubauen, was im Laufe der Jahre verloren gegangen ist. Und das ist über eine private Initiative Sozialpolitik vom Besten, muss man sagen. Und das Dritte, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist nochmal das, wie Sie es machen, nämlich, dass Sie alle mitnehmen. Das heißt, Sie werden gerufen, Sie gehen nicht irgendwo hin, wo Sie es notwendig finden, Sie stülpen niemand etwas über. Sie werden gerufen und Sie beteiligen alle in dieser kleinen Gemeinde. Und Sie beleben damit auch wiederum die Infrastruktur. Auch durch diese Belebung, den Rückbau der Infrastruktur, ziehen ja auch neue Leute wieder hin. Also der kleine Ort wird wieder auch mit jüngeren Leuten belebt. Und dieses, Ihre Persönlichkeit, Ihr Thema und wie Sie es machen, das fanden wir besonders beeindruckend. Die Begründung der Jury, Zitat, nicht reden, sondern handeln, ist das Motto von Heinz Frey, der mit 58 Jahren zum Sozialunternehmer wurde. Er glaubt an die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen und kämpft für deren Wiederbelebung als Wirtschafts-, Arbeits- und Siedlungsraum. Dafür entwickelte er ein Konzept für neue lokale Zentren, die den Menschen neben der alltäglichen Grundversorgung, also den Lebensmitteln, sozialmedizinische Dienstleistungen, Kommunikation und Kultur anbieten. Finanziert wird die neue Dorfmitte über Bürgeraktien oder Genossenschaftsanteile. Politik, Wirtschaft und Vereine vor Ort werden eingebunden. Das stiftet Gemeinschaft und lokale Identität. Die Zugabejury sieht in Heinz Frey ein Pionier für die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Die Jurorinnen und Juroren beeindruckt die unternehmerische Struktur der Dorf-UG mit V geschrieben, falsch geschrieben, die das Konzept beratend und mit Bürgerbeteiligung inzwischen auf über 40 Orte in Deutschland übertragen hat. Ihr Gründer Heinz Frey ist ein Role Model für das unternehmerische Vorantreiben eines sozialpolitisch hochrelevanten Themas. Das Risiko, den Beruf für diese soziale Gründung aufzugeben, hat sich gelohnt. So die Jury. Heinz Frey verändert die Gesellschaft strukturell und nachhaltig und ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren. Thank you.
Dankeschön. Als nächstes darf ich unsere Preisträgerin auf die Bühne bitten, Gisela Elisabeth Winkler, zusammen mit dem Laudator und Mitglied der Jury, Herr Shanassi. Bitte schön. Shanassi, Sie, ne? Ich nehme alle Variationen. Okay, ja, ja. Ist tatsächlich auch jedes. Ist das an? Ja. Tatsächlich auch, glaube ich, bei jeder Körperforum-Veranstaltung hier, dass mein Name so diskutiert wird. Und ich sage jedes Mal, ich nehme jede Variante. Also quasi Punkt. Alles gut. Es ist normalerweise keine gute Idee, aber ich mache es andersrum. Es ist eigentlich keine gute Idee, irgendwas anders zu machen als meine Jurykollegin Wackernagel Jacobs. Ich erlaube es mir trotzdem und mache es andersrum. Ich trage erst vor, was wir als Jury formell zu Frau Winkler zu sagen haben, und kann mir dann aber eine Anekdote im Anschluss tatsächlich nicht verkneifen. Die Jury sagt über Sie, liebe Frau Winkler, dass Sie, weil Sie durch die Erkrankung Ihres Mannes auf eine Lücke in der Pflege bewegungseingeschränkter Menschen gestoßen sind, mit 70 Jahren zur Erfinderin wurden. Ihre Saberwäsche erleichtert Betroffenen das selbstständige An- und Ausziehen und unterstützt darüber hinaus das Pflegepersonal. Würde man sagen, jeder ist damit gemeint, professionelle pflegende Angehörige, alle gleichermaßen. Als soziale Innovation verbessert Ihr Produkt, liebe Frau Winkler, nicht nur die Lebensbedingungen körperlich gehandicapter Menschen, sondern trägt zudem, und das war für unsere Diskussion von außerordentlicher Wichtigkeit, zum Erhalt der Würde der zu pflegenden Person bei. Es trägt damit auch dazu bei, liebe Frau Winkler, dass praktisch das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe realisiert werden kann. Gerade, und wir hatten diese Gespräche ja auch im Vorfeld, im hochregulierten Gesundheits- und Pflegemarkt ist es ein unternehmerisches Wagnis, das ist uns als Jury wichtig zu betonen, so ein Projekt zu starten, und das wollen wir anerkennen. Die Ladig und Winkler GmbH vertreibt ihr Produkt seit 2011. Es ist patentiert in Deutschland und im europäischen Ausland. Wir, liebe Frau Winkler, sind als Jury im hohen Maße beeindruckt davon, wie Sie sich als Quereinsteigerin zur erfolgreichen Unternehmensgründerin entwickelt haben, motiviert durch den sozialen Nutzen oder neudeutsch würde man sagen den Impact Ihrer Idee und nicht durch maximale Gewinnorientierung. Wir als Jury sehen Sie, liebe Frau Winkler, als Vorbild für gesellschaftlichen Veränderungswillen, Kreativität und den mutigen Neuanfang im Alter. Und jetzt die Ergänzung, die ich mir erlauben muss. Wir wollen ja als Jury auch, und das haben wir von Anfang an ja so gehandhabt, unsere Preisträgerinnen nicht nur auszeichnen, sondern sie auch unterstützen. Das erlaubt uns die Stiftung erfreulicherweise auch. Sprich, ich durfte Frau Winkler helfen bei dieser Thematik ein wenig oder das Versuchen, die wir vorhin schon gehört haben, nämlich die Diskussion mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Die Anekdote, die ich mitgebracht habe, ist, ich habe mir erlaubt, Frau Winkler, einem fantastischen Anwaltsteam, normalerweise sehr, sehr teuer, aber auch sehr kompetent, das geht ja oft Hand in Hand, vorzustellen. Und die waren zunächst skeptisch und sagten mir, in dem Alter, und normalerweise begleiten sie doch junge Digital Health Gründer, ist das wirklich etwas, was Sie sich jetzt anschauen sollten, um mir hinterher nach Ihrem Gespräch, liebe Frau Winkler, zu sagen, dass das energetischer, verständiger und impactorientierter war als manch junger Gründer, der bei Ihnen sitzt. Insofern haben die sich bei mir bedankt dafür, dass wir als Jury diesen Kontakt zu ihr hergestellt haben. Und das war ein toller Beleg dafür, was wir machen und warum es so Zugabepreise geben muss. Insofern Gratulation und machen Sie weiter. Passt. Herr Shamsrisi, vielen Dank. Frau Winkler, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch.
Wir haben noch einen Preisträger, der natürlich auch seine Urkunde und seinen Preis verdient. Ernst Andreas Ziegler zusammen mit dem Laudator Rudolf Kast, bitte. Fang nie an aufzuhören. Hör nie auf. Fang nie an aufzuhören. Hör nie auf anzufangen. Ja, Sie haben es gehört. Dieser Leitsatz von Cicero gilt sicherlich für alle Gründer. Er gilt für alle Preisträger. Er gilt insbesondererweise für Sie, lieber Herr Professor Ziegler. Denn die Jury hat bei der Bewertung Ihres Projektes natürlich gesehen, dass Sie erstens in einem Segment unterwegs sind, in dem es unglaublich schwierig ist, einen Erfolg zu produzieren. Sie haben im Bildungsbereich eine Privatinitiative aufgezogen, die Junior-Uni Wuppertal, wo wir ja vorhin gehört haben, bis heute 85.000 Kurse stattgefunden haben. Und Ihr besonderes Anliegen war ja, so auch von der Jury erkannt, dass es Ihr Ziel war, bildungsferne Schichten zu erreichen, insbesondere mit Technik und Naturwissenschaft. Die Kurse laufen das ganze Jahr über, auch in den Ferien. Und Sie schaffen es auch, das ist auch ein Ziel von Ihnen, einen hohen Anteil von jungen Mädchen für diese Junior-Uni zu begeistern. Mittlerweile sind Sie bei 40% Teilnahmen der Mädchen. Ihr Ziel ist noch höher, ich weiß es, das werden Sie auch erreichen, dank Ihrem tatkräftigen Team. Ein weiteres Thema, was die Jury begeistert hat, Sie haben zwar die Idee, die Vision gehabt, Sie haben es aber von Anfang an verstanden, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Sie haben ein starkes Team sich an die Seite geholt und Sie haben das zu dem ausgebaut, was wir heute als Leuchtturm in der Bildungspolitik privat finanziert hier vor uns haben. Wir müssen uns eins klar machen bei Ihrer Arbeit, das haben Sie vorhin ja auch nonchalant ausgedrückt, Sie sind einer der erfolgreichsten Bettler dieser Republik. Und wenn man weiß, nach Ihrer Vorrede, wie schwer es ist, andere Leute davon überzeugen, Geld zu spenden, auch für ein so sinnvolles Projekt, und wir wissen aus Ihren Vorgesprächen mit uns, wie viele Rückschläge Sie dabei erlitten haben, aber nie aufgegeben haben, und das ist die ganze Leidenschaft, die Sie auszeichnet für dieses Projekt, nie aufgeben, nie aufhören, wie ich es vorhin zu Beginn gesagt habe, das zeichnet Sie als unternehmerische Persönlichkeit mit Leidenschaft und Vision aus. Und deswegen haben wir Sie ausgezeichnet. Die Jury bedankt sich bei Ihnen für dieses Leuchtturmprojekt, gratuliert Ihnen herzlich und vielen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Danke, Herr Kast. Herr Ziegler, bleiben Sie gerne auf der Bühne. Wir möchten gerne auch, bleiben Sie gerne hier? Ja, bleiben Sie gerne. Wir möchten nämlich gerne ein schönes Schlussbild, weil wir sind ja fast am Ende unserer Veranstaltung. Herzlichen Glückwunsch auch allen beiden anderen Preisträger, Preisträgerinnen. Frau Winkler, kommen Sie gerne auch auf die Bühne. Und Herr Frei, ein Bild mit allen Preisträgerinnen zum Abschluss unserer schönen Zugabepreisverleihung 2022 der Körperstiftung. Hier nochmal alle Preisträger, Preisträgerinnen zusammen und einen schönen Applaus, ruhig ein bisschen vor, genau. Und Sunny, yesterday my life was filled with rain, oh Sunny. Smile at me and release the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny shine, so sincere. Sunny one, so true, I love you. Yeah.
was für ein schönes Bild und was für ein schöner Abschluss für unsere Zugabepreisverleihung der Körperstiftung 2022. Ich danke Ihnen fürs Kommen, vor allem fürs Machen. Weiterhin viel Erfolg. Ihnen danke auch fürs Hiersein und für den Respekt, den auch Sie natürlich unseren Preisträgern, unsere Preisträgerinnen heute hier mitgegeben haben. Und danke allen am Livestream, dass Sie zugeschaut haben und vielleicht auch den ein oder anderen Impuls bekommen haben und selber ins Machen kommen. Das würden wir uns wünschen und vielleicht sehen wir den ein oder die anderen von Ihnen dann im nächsten Jahr hier auf der Bühne als Macher. Vielen Dank und danke Ihnen auch für die Musik. Dankeschön für diesen Abend.